Heute in diesem Video. Schrott. Meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also, bei meinem Auto ging hinten der Scheibenwischer. Schrott. So, und jetzt habe ich ihn hier. Also, da ist der erste alte drin quasi. Ne, dann habe ich schon ranmodiert. Also, können wir mal gucken, was ich meine mit Schrott. So, das ist der Scheibenwischer von hinten. Also von der Heckscheibe. Denk mal erstmal, hä? Ist ja nur ganz. Auf den ersten Blick ja. Aber auf den zweiten Blick ist er am Arsch. Und zwar hier. So. Da geht nämlich schon hier, das ist Gummi, kennt man ja, brauche ich ja nicht erklären, wie ein Scheibenwischer aussieht, weiß man eigentlich. So, da geht auf jeden Fall hier das Ding schon weg, ne, und wenn man hier, das kommt eh weg, wenn man hier ein bisschen reißt, dann seht ihr, ne, und wenn das dann irgendwann hier, das hier auf der Scheibe rumkratzt und dann mehr das Gummi, dann wird's scheiße, ja, dann wird's, ja, dann gibt's nur Kratzer rein und das wird kacke. Von daher, wenn ihr sowas seht, nicht denken, ah, oh, das bissle, ja, wenn er wischt, ja, kann es umso mehr von der Reibung weggehen und dann, ja, es wischt er hoch, so quasi, und dann irgendwann wird das Ding halt wegen dem Bewegungen immer lockerer, ist halt echt so. Ja, und dann gibt's halt Kratzer, wenn blöd läuft. Von daher lieber mal so einen Wischer austauschen, kostet auch nicht die Welt. Ja, sag mal so, ist jedenfalls billiger, als wenn man, und auch weniger aufwendig, als wenn man Scheibe tauschen muss. Also, ja, von daher, ja, so ist es, ne. Lieber Geld in die Hand nehmen für einen neuen Wischer, anstatt für Scheibe. So sehe ich das zumindest. Gut, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, ciao.